Wir haben diese Woche das Thema Homeoffice. Und das ist nicht bei allen Leuten ideal. Es geht ja sehr auch um Sitzhaltung, um den Stuhl, um den Bürotisch. Viele arbeiten einfach am Küchentisch. Es wäre wichtig, wenn ihr euren Arbeitsplatz auch zuhause wieder mal ein bisschen überdenken würdet. Und ich zeige euch, wie es optimaler könnte werden. Die Füße sollten auf dem Boden sein, die Beine ein bisschen gespreizt, Rücken aufgerichtet, die Schultern sind locker, ihr habt den PC hier auf gerade vor dem Gesicht. Schaut auch, wie es Licht ist, dass es nicht zu fest blendet. Und so könnt ihr besser arbeiten. Zum etwas unterbrechen ist wichtig, auch etwa das Gewicht etwas verlagern. Belastet eine Gesäßhälfte etwas mehr belasten als die andere. Macht einmal einen runden Rücken, streckt euch nach vorne, das Becken kippen und aufrichten. Das tut am Rücken sehr gut, da unten ist mal ein bisschen etwas anderes. Geht dann hinten, streckt euch einmal, zieht euch die Länge oder geht mit einem runden Rücken tief runter. Kommt langsam wieder rauf, streckt und dehnt euch, einschnaufen. Und dann wieder tief runter loslassen. Das wäre eine Variante, um eure Position ein bisschen unterbrechen. Als nächstes könnt ihr euch drehen, hier hinten lang, einmal ein bisschen die Dehnung hineingehen, da ein bisschen bleiben. Nehmt den Kopf mit, auch dem tut es gut, die Halswirbelsäule. Bleibt in der Dehnstellung ein paar Sekunden. Dann es nochmal wiederholen. Drehen. Ein bisschen dehnen und gehen dann auf die andere Seite. Nochmal drehen und ein bisschen dehnen. Kommen dann wieder in die Mitte. Dann gibt es nochmal eine, wenn ihr eine Lehne habt oder eine Sitzfläche. Stossen euch ein bisschen weg, lupfen euch ein Gesäß, trainieren gleichzeitig eure Arme und entlastet so auch euren Rücken. Richtig gut wegstossen. Schulterblätter zusammenziehen, der Kopf ist geradeaus über dem Brustkorb. Macht das ein paar Mal und steht dann auf. Die Beine ein bisschen schütteln, könnt euch ein bisschen lockern. Vielleicht habt ihr eine Wand in der Nähe. Macht eine Schrittstellung und macht so wie Liegestütze. Ihr könnt euer ganzes Körpergewicht wegstoßen. Ausschnaufen. Dann wechseln die Beine. Wechseln. Machen das Gleiche. Wegstoßen, anziehen. So habt ihr auch eure Armkraft, Beinkraft. Rücken kommt wieder mal ein bisschen in eine andere Position. Dann dreht ihr euch mit dem Rücken zu der Wand. Lehnt kurz an. Und stoßt euch dann mit den Ellbogen weg. Ausschnaufen, Brustkorb wieder weit machen. Ausschnaufen. Macht auch das ein paar Mal. Geht die Schultern wieder ein bisschen lockern. Wenn ihr einen Türrahmen habt, geht ihr durch den Türrahmen durch. Macht eine grosse Schrittstellung. Fersen hinten ist unten. Und ihr lehnt noch mal durch. Um die ganze Vorderbrustmuskulatur zu dehnen. Da bleibt ihr 15 bis 20 Sekunden und wechselt dann die Beine nochmal wechseln. Das dehnt vor allem die Wadenmuskulatur, die Brustmuskulatur und streckt eure Wirbelsäule wieder ein bisschen. Gut. Dann könnt ihr wieder zurück zum Arbeitsplatz. Da habe ich einen Ball unter dem Schreibtisch, um auch eure Füße ein bisschen aktivieren. Könnt ihr hier auf dem Ball ein bisschen mit Druck, ein bisschen rollen, die Aussenkante, die Innenkante. Könnt auch ein bisschen draufstehen, ein bisschen Druck drauf geben. Das belebt den ganzen Fuß wieder ein bisschen. Oder ihr nehmt den Ball auf, rollt eure Hände auch einmal ein bisschen, rollen, dass ihr wieder mal ein bisschen in eine andere Position kommt.
die Hand drehen. Oder einfach mal ein bisschen zusammendrücken, dass auch die Finger wieder mal eine kleine andere Stellung hineinkommen. Das wäre das Thema Homeoffice gewesen. Schaut doch einfach, wie es bei euch zu Hause aussieht. Ob ihr noch mal ein bisschen etwas optimieren könnt. Macht Pause, Entspannungs- und Bewegungspause einmal in der Stunde. Stellt den Wecker und steht auf, macht etwas anderes. Dann sind ihr wieder viel aktiver und habt wieder mehr Energie für euren Bürojob.